Die DHV-News vom 15. Januar 2021. Augen auf Chemiegras. Amsterdam will Touris nicht mehr in Coffeeshops lassen. Herzlich willkommen bei den DHV-News und herzlich willkommen Martin hinter der Kamera. Ab jetzt gibt es wieder richtige, echte DHV-News, wie sich das gehört. Und unsere Spendenaktion läuft jetzt noch ein paar Stunden bis heute 24 Uhr. Zumindest mit PayPal könnt ihr also jetzt noch Spenden losschicken, die auch rechtzeitig ankommen. Die sind ja in Echtzeit bis 24 Uhr. Wird gezählt im Spendenbarometer auf unserer Startseite handverband.de. Also last minute das Ergebnis nochmal hochtreiben. Und bei der Gelegenheit muss ich aber auch jetzt mal zurückmeckern. Ja, also immer zur Weihnachtszeit, wenn wir die Spendenaktionen machen und promoten, dann kommen die Motzer und Nörgler aus ihren Löchern und gießen Gift und Galle über uns in den Kommentaren. Es geht dann immer nur noch ums Geld beim Handverband. Ja, in den letzten 10 Jahren, jeden Januar spätestens oder Ende Dezember, kommen die Leute, die sagen, es geht beim Handverband nur noch ums Geld. Klar, wir haben halt unsere Spendenkampagne, 6 Wochen im Jahr, ist halt so, ja, machen alle so und machen wir jedes Mal so und muss auch so sein, ja. Machen alle NGOs, alle Nichtregierungsorganisationen, UNICEF oder sonst wer, ja, überall ist das so, man braucht Geld für diese Arbeit. Und wer darüber meckert, der zeigt halt eigentlich nur, dass er im Grunde keine Ahnung von Politik und Gesellschaft hat, was ja im Grunde auch nicht schlimm ist. Ja, ich glaube, viele Zuschauer hier interessieren sich erstmal für Cannabis und haben mit Politik nie was am Hut gehabt und werden über die DHV-News hier ein bisschen politisiert. Ja, das ist mir eine Ehre, wenn das so ist. Aber wenn die Leute dann nur rummeckern irgendwie, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und nur rumkotzen da, okay, die Leute können von mir aus gerne auch zu Hause bleiben. Zum Beispiel im Vergleich zu unseren amerikanischen Kollegen von Normal oder Drug Policy Alliance, ja, die sind da viel massiver unterwegs. Gut, in den USA ist auch eine andere Spendenkultur, aber da kommen teilweise mehrere Spenden-E-Mails am Tag, jedenfalls mehrere in der Woche per E-Mail, ja, also richtig im Postkasten und so, da geht es dann richtig ab. Und natürlich geht es ums Geld. Ja? Die Leute, die denken, man kann ohne Geld Lobbyarbeit machen, die sind auch total lost. Man kann eine Lobbyorganisation nicht von Luft und Liebe organisieren oder ehrenamtlich nach Feierabend oder so, wie man vielleicht Kassierer im Sportverein ist oder was. Ja? Wenn ihr eine vernünftige Lobby haben wollt, dann muss sie auch bezahlt werden. Und natürlich leben wir hier auch, die hier im zentralen Büro arbeiten, leben auch davon, logischerweise. Wir machen das den ganzen Tag, sonst würden wir eine andere Arbeit machen den ganzen Tag. Und zuletzt haben sich dann Leute darüber aufgeregt in meinem letzten Video. Ne? Ich habe eine neue Brille, wie ihr alle seht, ja, neue Brille. Und dass ich die vom DHV-Gehalt bezahle, ja, das bezahlen die mit den Beiträgen. Wow, ja, riesen Aufregung. Ja, logisch. Also was denkt ihr denn? Ja, ist mein Job hier, ich arbeite hier, ich bin Lobbyist für euch und natürlich kaufe ich meine Brille von meinem Gehalt. Und jetzt meinetwegen, wenn der Vorsitzende vom Verband der deutschen Automobilindustrie sich eine neue Brille kauft, wird es bestimmt auch nicht VW aufregen, weil aus den Beiträgen von VW an den Verband die Brille bezahlt worden ist, ja? Okay, gut, da habe ich jetzt genug aufgeregt, habt ihr verstanden? Ja, okay, muss jetzt mal sein. Ja, so, jetzt wieder zurück zu all denen, die das anders sehen, die verstanden haben, dass man für Lobbyarbeit auch Geld braucht, nämlich die, die jetzt beigetragen haben zu unserer Aktion und 3.650 Menschen haben 140.000 Euro ungefähr zusammengetragen in der Zeit. Vielen Dank schon mal wieder zwischendurch. Aber nächste Woche kommt dann auch das amtliche Endergebnis. Und ja, ich freue mich eben auch über das Vertrauen, dass diese ganzen Leute mir und uns entgegenbringen, dass wir das Beste machen aus dem Geld. So, jetzt Endspurt, PayPal. Für viel Wirbel hat in letzter Zeit wieder das Thema Chemiegras gesorgt. Genauer gesagt, natürlich nicht alles ist Chemie im Leben, ja, haben sich auch schon Leute über diesen Titel aufgeregt. Es geht um Hanfblüten und um Haschisch, das mit synthetischen Cannabinoiden versetzt ist. Und auch Cannabinoide sind in dem Zusammenhang ein merkwürdiger Begriff, weil es hat entweder eine ähnliche chemische Struktur oder eine ähnliche Wirkung. Aber im Grunde geht es halt darum, dass im Labor synthetisch psychoaktive Substanzen zusammengerührt werden, die nicht natürlich in der Hanfpflanze vorkommen und teilweise viel potenter und viel gefährlicher sind als die Cannabinoide wie THC und so weiter in der Hanfpflanze. So. Und jetzt hat eben die Weiß vor allen Dingen mächtig Wirbel gemacht in dem Zusammenhang, insbesondere mit einem Video, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hätte auch gut in der letzten Ausgabe hier schon untergebracht werden können, aber da hätten wir noch keinen Ausschnitt bringen können, wie wir das nämlich jetzt tun.
Ich bin Banks, ich deale seit circa 7 Jahren mit Cannabis. Und wie viel Gras ist jetzt hier in diesem Raum? 6 bis 7 Kilo. Ich verkaufe um die 20 bis 30 Kilo pro Monat, was einen Umsatz von 100 bis 120.000 ungefähr macht. Aber seit ein paar Jahren läuft mit seiner Ware einiges falsch. Und das ist das erste Thema, über das Banks auspacken will. Ihr seid Chemie-Junkies, ohne es zu wissen. Das in Deutschland verkaufte Gras, meistens als Haze verkauft, ist in meiner Erfahrung nach zu 90% mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Also die Wirkung, die ihr habt, ist kein natürliches High, sondern ein künstliches. Aber man hat diesen Drang, diesen körperlichen Drang dazu nachzulegen, also immer mehr zu rauchen. Das macht körperlich abhängig im Gegensatz zu normalen Cannabis. Und womit wird es dann genau gestreckt? Es ist gestreckt mit künstlichen Cannabinoiden. Mhm. In China werden die hergestellt. Die heißen JWH zum Beispiel, Abichinaka. Früher gab es das auch auf anderen Substanzen, auf Kräutern zum Beispiel schon. Das hieß dann Spice. Jetzt wird es in den letzten 3 bis 4 Jahren, das ist krass geworden, wird es auf fast jedes Gras gesprüht. Man kann billiges Cannabis nehmen, zum Beispiel aus Albanien, Gras, was sehr wenig THC und CBD hat. Da sprüht man dann Aufheller drauf, um die Wirkung zu pushen. Quasi grüne Crack, so kann man das nennen. Und warum ist das jetzt genau gefährlich? Es gibt viele Leute, die darauf abgekackt sind, wo wirklich private Schicksale in eine ganz falsche Bahn gelaufen sind. Zum Teil auch mit dramatischem Ende. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mich moralisch gezwungen sehe, aufzuhören. Das hat bestimmte Gründe und diese Gründe wollte ich euch mitteilen, weil ich das als meine Pflicht ansehe, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. So, der Mann verdient sich dumm und dämlich mit dem Zeug, aber will aufhören, weil er sagt, so, das ist zu gefährlich, er will die Leute nicht vergiften und so. Und deshalb hier mein Appell an alle Ehrendealer, an Dealer, die Ehrenmänner sein wollen und Frauen. Ja, verkauft nicht so einen Dreck, verkauft nicht an Leute, die nicht wissen, was da drin ist, irgendwelche Chemiesoße, an Leute, die Cannabis haben wollen. Wenn ihr denn Ehrendealer sein wollt, ja, guckt, dass ihr euch eine saubere Quelle besorgt. Und selbst wenn Leute danach fragen, ja, ihr müsst den Leuten das ja nicht geben. Ob das jetzt alles so stimmt, was in dem Video ja, berichtet wird, lässt sich kaum nachvollziehen. Ja, es gibt auch keine Laboranalysen von den Kilos, die der Mann da vertickt. Aber das Video hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt und das ist ja alleine auch schon mal wichtig. Und auch Zuschauer des Videos haben die Stadt mittlerweile erkannt, wo dieser Händler Banks operiert. Und so hat das Thema zum Beispiel auch in die Gießener Allgemeine geschafft. Ja, die haben ihre Stadt Gießen wiedererkannt und hier ist jetzt ein Video mit einem Dealer aufgetaucht, hier, der, da und so weiter. Ne? Also wieder ein Artikel mehr. Und auch Weiß hat man im Artikel nochmal nachgelegt, also nicht nur Video, sondern auch schriftlich nochmal alles Mögliche zusammengekratzt. Und da wird unter anderem auch spekuliert, wie verbreitet das denn jetzt ist mit dieser Chemiepumpe auf dem Gras. Ist natürlich für uns alle eine wichtige Frage. Ja? Wie wahrscheinlich ist denn das, dass ich das kriege, ne? Wie Corona? Ja? Wie wahrscheinlich ist das, dass ich da dran komme irgendwie? Und aus Versehen, ja, weil ich irgendwie, ja, weil einfach so viel davon im Umlauf ist. Und dieser Banks hat von 90% gesprochen, ja, von dem Zeug war der selber vertickt. Der Toxikologe Steinmetz ist dann im Weißartikel, tippt da eher auf 10 bis 20% vom Markt. Und ich hoffe, dass es noch viel weniger ist, ja, dass das auch noch viel zu hoch gegriffen ist. Das wäre eine Katastrophe, wenn das stimmt. Also alleine 10% des Marktes würde bedeuten, mehrere hunderttausend Cannabiskonsumenten konsumieren dieses Zeug, unwissentlich hauptsächlich. Ja, die denken, sie konsumieren Cannabis und haben halt diese Chemiepumpe da irgendwie, die zu notfallmedizinischen Maßnahmen führen kann, die tödlich sein kann im Zweifelsfall. Lebensgefährlich ist das Ganze. Auch deswegen glaube ich ja eigentlich, dass noch nicht so weit verbreitet ist, weil sonst hätten wir da, ähnlich wie bei Corona wieder, ja, hätten wir auf einmal viel mehr Krankenhauseinweisungen und so. Aber es ist auf jeden Fall eine zunehmende Angelegenheit, die ein echtes Problem ist. BKA bestätigt übrigens auch, dass mittlerweile in Deutschland dieses Zeug auf dem Markt ist, dass eben Haschisch und Marihuana mit künstlichen Cannabinoiden beträufelt wird. Die Lösung wäre natürlich eine Legalisierung von Cannabis, ganz klar, ein regulierter Markt, da wäre sowas nicht möglich, da würde das überwacht. Wir haben ja auch keinen Kaffee mit Speed drin oder so, ja, sondern Kaffee mit Koffein, wie sich das gehört. Aber die Drogenbeauftragte will davon nichts wissen, dass Legalisierung dann Lösung wäre. Logischerweise, ja, sie will ja keine Legalisierung. Aber die Begründung ist abenteuerlich, die Weiß dann da wiedergibt von der Drogenbeauftragten.
Nämlich, die Legalisierung würde sich auf die Verbreitung künstlicher Cannabinoide kaum auswirken. Ja, verrückt, also wie bitte, sie hat das Problem nicht verstanden, ja, das neue Problem, also darum geht es ja, die Leute kaufen das nicht freiwillig wie bisher, die Spice und Co. und irgendwelche Kräutermischungen kaufen, die wussten, da ist irgendeine Chemiepumpe drin, die wollten das haben. Aber jetzt sind auf einmal Hunderttausende von Cannabiskonsumenten davon betroffen, die wollen das nicht haben. Ja, und selbstverständlich würden in dem Zusammenhang, würde die Verbreitung künstlicher Cannabinoide zurückgehen, wenn man Cannabis legalisiert und reguliert. Und noch weiter geht's. Die Hamburger Morgenpost und die Berliner Morgenpost haben das Thema auch aufgegriffen. Die Hamburger Mopo berichtet über einen Mann in Kiel. Der ist nach dem Konsum von diesem Zeug zusammengebrochen. Er dachte, sein Herz bleibt stehen. Er konnte seine Zunge nicht bewegen, also auch nicht sprechen und konnte nicht aufstehen und hat eine unbestimmte Zeit in seiner Wohnung auf dem Boden rumgelegen. Also wusste auch gar nicht, wie lange er da gelegen hat. Die Kieler Polizei hat dann tatsächlich auch da in der Probe eine neue psychoaktive Substanz gefunden, also eine Chemikalie, und warnt eindringlich vor dem Konsum. Und in Berlin hat die Warnung die Landesdrogenbeauftragte übernommen. Die hat in einem Rundschreiben an diverse Drogeneinrichtungen in Berlin vor versetztem Haschisch gewarnt. Also Cannabis muss so schnell wie möglich legalisiert werden, auch deswegen und gerade jetzt und gerade mit diesem Phänomen. Jede Verzögerung ist eine Gefährdung für die Volksgesundheit, jeder Tag, an dem dieses Zeug da draußen unterwegs ist. In Amsterdam gibt es offenbar Planungen, Touristen nicht mehr in die Coffeeshops zu lassen. Das plant jedenfalls die grüne Bürgermeisterin von Amsterdam. Und man möchte einfach lieber ein paar weniger Touristen in der Stadt haben und dafür welche, die sich für die Schönheit von Amsterdam interessieren und für die Kultur der Stadt. Und dafür lieber weniger bekiffte und besoffene Horden, die da irgendwie rumtaumeln im schönen Amsterdam. Das ist ja irgendwie auch verständlich. Und die Niederlande sind schließlich seit Jahrzehnten der einzige Staat in Europa, der überhaupt Coffeeshops hat, wo man eben als Erwachsener die Möglichkeit hat, in den Laden reinzugehen, was zu kaufen und so weiter. Die Niederländer selbst, die da einkaufen, die sind ja auch nicht im Urlaub und die sind ja auf Remi-Demi irgendwie aus. Ne? Die sind dann auch was ruhiger wahrscheinlich als die Touristen, die da hinkommen, nur um zu kiffen. Also ich finde es irgendwie verständlich, ja. Das ist aber noch keine ausgemachte Sache. Der Stadtrat muss sich erst noch damit beschäftigen. Ist ja so lange nicht beschlossen, sondern nur wieder so ein Vorschlag, so ein Impuls. Könnte kommen, könnte nicht kommen. Nur wieder hier an die Meckerer und Nörgler, ja, und die Hater, die jetzt wieder alle sagen, geht alles nur rückwärts, ne? Was wollt ihr mit eurer Legalisierung? Das wird nie kommen. Sogar in Amsterdam wird jetzt Kiffen verboten, bla bla, ja. Also darum geht's nicht. Die Coffeeshops selber werden nicht in Frage gestellt. Die sollen weiterhin zur Verfügung stehen für die einheimische Bevölkerung. Und wem das nicht passt, ja, der immer gerne nach Amsterdam gefahren ist, der soll endlich mal einen Arsch hochkriegen und dazu beitragen, dass wir auch in Deutschland legalisieren. Ja, dann müsst ihr nämlich gar nicht mehr nach Amsterdam. Und dann wird Amsterdam diese Regelung auch gar nicht mehr anstreben, weil dann gar nicht mehr so viele Drogentouristen da sind. Und dann kann man auch wieder nach Amsterdam fahren und einen rauchen. Nächstes Thema. In der Corona-Krise ist es schwer, in die Medien zu kommen mit dem Thema Drogenpolitik. Ist klar, alles ist voll mit Corona und so. Und etwas ruhiger war es entsprechend auch um unsere Partnerorganisation LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. Und da sind aber jetzt ein paar motivierte Polizisten dazugekommen. Einer davon ist Simon Grimm, ein Polizist aus Freiburg, Baden-Württemberg. Der erklärt auf Twitter in einem ausführlichen Kettenthread sozusagen, warum der Drogenkrieg gescheitert ist und ja, warum wir eine andere Drogenpolitik brauchen. Folgt dem Mann auf Twitter, teilt seine Tweets, Simon Grimm. Ihr findet das auch auf handverband.de in der Nachricht zu diesem Video hier. Da sind die ganzen Links. Auf YouTube selber haben wir sie leider im Moment nicht. Aber da findet ihr den Link. Twitter, Simon Grimm, folgen, Beitrag teilen, liken. Ja, ihr kennt das Spiel. Und zusammen mit seinem Kollegen Jochen Andruschak konnte er auch noch mal im Interview mit der Badischen Zeitung das Ganze auseinanderdröseln und sagen, warum jetzt auf einmal Polizisten ankommen, die sagen, ey, wir finden das Verbot von Drogen nicht sinnvoll. Überschrift Freiburger Badische Nachrichten. Freiburger Polizisten fordern eine liberalere Drogenpolitik. Ja, das Großkino, das ist genau das, was wir brauchen. An der Stelle herzlichen Dank an Simon und Andreas für ihren Mut, als Polizisten Vorreiter zu sein. Das ist sicher nicht einfach. Die werden auch bestimmt innerhalb der Polizei Leute haben, die sie da blöd anmachen deswegen und so, die ihren Lebenssinn gefährdet sehen. Ja, wer 30 Jahre Drogenfahnder war und denkt, er rettet da die Gesellschaft, ja, für den sind natürlich so Leute wie Simon und Andreas hier als Kollegen nicht gern gesehen.
Trotzdem gehen die voran und sagen, hey, wir können so nicht weitermachen. Und deswegen appelliere ich hier nochmal an alle anderen Polizisten, die das vielleicht sehen hier, die vielleicht auch sagen, die Jagd auf harmlose Cannabiskonsumenten oder Drogenkonsumenten allgemein, die niemand anderem was getan haben, ist nicht sinnvoll. Tut es den beiden gleich. Ja, bitte. Ihr müsst es vielleicht machen mit der Verfolgung dieser Leute, aber ihr müsst nicht dazu schweigen. Wie wenig die ganzen Drogenverbote durchsetzbar sind, das sieht man auch immer wieder, wenn Polizisten selbst mit Drogen zu tun haben, die ja eigentlich dafür da sind, die Drogenverbote durchzusetzen. In Berlin haben sie jetzt wieder mal einen Polizeianwärter erwischt mit dem Verdacht auf Drogenhandel in dem Fall. Der wurde mit Eppendorf-Gefäßen mit weißem Pulver und mehreren Mobiltelefonen erwischt. In den Gefäßen wird normalerweise Kokain verkauft. Ja, also wieder mal ein kleiner Skandal in der Berliner Polizei. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von solchen Geschichten. Also auch da, Prohibition funktioniert nicht. Kleine Nachricht zum Schluss. Der Aktivist und Unternehmer Wenzel Civerni hat 10 Hanfläden mit CBD und anderen Hanfprodukten. Und er hat ständig Ärger mit der Polizei. Ja, andauernd Razzien, wie das so ist in Bayern mit Hanfläden. Hat man keine ruhige Zeit da unten. Und jetzt gibt es eine Pressemitteilung von ihm oder seinem Pressebüro, dass er allen Abgeordneten des Bayerischen Landtags ein Infopaket geschickt hat mit verschiedenen diversen Hanfprodukten, damit die sich selber ein Bild machen können von den Vorteilen von Hanfprodukten und dass sie harmlos sind und so weiter. Und gleichzeitig fordert er natürlich auch auf, eine entspanntere Cannabispolitik einzuführen. Jo, coole Aktion, gute Sache nach Bayern. Und damit komme ich zu den Terminen, wo es gleich mit Bayern weitergeht, und zwar mit der Ortsgruppe München. Die haben ein Online-Treffen der Ortsgruppe am Mittwoch, den 20. Januar. Die Gruppe in Rhein-Neckar trifft sich online Dienstag, 26. Januar. Und die Hamburger Gruppe ebenfalls 26. Januar Online-Treffen. Da könnt ihr euch jeweils einklinken. Guckt ihr auf handverband.de, Nachrichten, Termine. Da stehen die Details, nochmal Uhrzeit und wie ihr euch da einklinkt, wie ihr an den Link kommt zum Zoom oder was weiß ich, welche Plattform die benutzen. Und dann könnt ihr da mitmachen, mitdiskutieren und mithelfen, Cannabis zu legalisieren. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn wir neue Videos hochladen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.